So. Ich kann euch ja einmal kurz mitnehmen, zeige euch, wie das geht. Mission beenden. Dann wieder im Hauptmenü, fortsetzen. Ladebildschirm. Und zack, da sind wir wieder. Rucke Zucker geht das. So, was mir so ein bisschen fehlt, das sind Schrittgeräusche. Die huschen so leise, auf leisen Sohlen hier vor sich hin. Da. Ach, man hört bestimmt, wie oft ich teilweise klicken muss, damit das hier weitergeht. Ich habe leider nicht darauf geachtet, wann ich mit der Aufnahme begonnen habe. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Aber das macht nichts. Ich hatte mir vorgenommen, zwei Missionen. Diese Kurzmission mit Captain Hill, die zähle ich nicht. Das heißt, ich werde den nächsten Einsatz auf jeden Fall noch machen dann. Und dann müsste ich eigentlich hier ordentlich was geschafft haben, aufnahmetechnisch. Och, Schlappschwanz. Kann er nicht mehr weiter. Was vielleicht auch nicht ganz verkehrt wäre, wäre irgendwie so eine Möglichkeit, sich so Hexfelder, also nicht Hexfelder, sondern hier die Felder anzeigen zu lassen, dass man zum Beispiel besser abschätzen kann mit dem Giftgas. Wo denn das jetzt letztendlich wirkt. Ich frage mich auch, wie groß meine Gruppe werden kann. Wir haben jetzt 6 Mitglieder. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das Maximum ist. Ich denke maximal 8. 6, maximal 8 Leute. So, wir sind alle da und wir sind alle auf maximalen Lebenspunkten. Jetzt ist die Frage, wie positionieren wir uns? Der Brightmeer muss in die Kirche rein, das weiß ich. Der kann ja schon mal hier zum Eingang gehen. Der braucht ja eh eine Weile, bis er da ankommt. Ja, das andere, das hängt so ein bisschen davon ab, von wo die jetzt kommen auch. Hier die Shotgunner vielleicht so ein bisschen nach vorne. Emma halte ich mal ein bisschen zurück. Er sollte so stehen, dass er nach da oben schießen kann. Jetzt ist die Frage, können wir hier durch diese Wände durchschießen? Oder müssen wir wirklich in der Brücke die Stellung halten? Er kann ja mal nach hier irgendwo. Captain Hill stellt sich mal erstmal hier an die Ecke. Und unser Heavy Weapon Dude sollte natürlich nach Möglichkeit auch irgendwo stehen, wo er schießen kann. Da zum Beispiel. Stellen wir die beiden mal hier so auf. Da sind sie nicht wirklich geschützt. Ich kann ja auch da nicht runter. Ich weiß nicht, ob das Wasser sein soll oder was das ist da. Wenn es Wasser sein soll, wäre eine Animation nicht schlecht gewesen. Ich meine, das Giftgas ist ja auch animiert. So, das ist jetzt wieder so Trial and Error, weil wir nicht wirklich wissen, von wo die kommen werden. Vielleicht kann ich ihn ja auch hier an die Ecke stellen. Und ihn vielleicht so als Schutz hier rein. Dann kann er hier durchschießen, wenn die Horden angerückt kommen. Die Frage ist, ob die von hier unten auch kommen werden. Ich traue mich auch noch nicht, den Brightmeer da reinzuschicken, obwohl es hilft ja alles nichts, ne? Zack. Wartet. Ich denke, hier ist was. Es gibt eine Bodenplatte, die ich verschieben und 5 Runden lang ungestört untersuchen muss. Halten Sie den Feind zurück, während ich nach versteckten Hinweisen suche. 5 Runden also. Das heißt... Keine Sorge. Wir halten Ihnen die wandelnden Leichen und verrückten Kultisten vom Leib. Wir schicken sie zurück in die Erde, die sie ausgespuckt hat. 5 Runden heißt bis 57, sagen wir mal 58. Okay, von da oben kommen nur Untote. Von hier unten aber auch. Und nicht zu knapp. Nicht zu knapp. Wumms. Ja, geiler Anfang. Wumms, habe ich gesagt. So, Emma, du auch. Da einmal wumsen. Da einmal wumsen. Emma! Emma, das finde ich nicht gut, was du hier machst. So.
So, da einer weg und da noch einer weg. Solange das nur die Zombies sind, geht es ja, aber ich befürchte ja, dass noch Kultisten kommen werden. Wir brauchen dringend einen, der Emma so ein bisschen Psychoanalyse angedeihen lässt. Den Brightmere, dem haben wir ja Psychoanalyse auf Maximum gebracht. Dem werden wir mal so ein Buch kaufen. Dann. So, du schießt mal nach da oben. Was sind das eigentlich hier? Die Großen haben die stärkere Werte? Ja, na, tatsächlich. 20 Lebenspunkte. Das bedeutet, dass wir später wahrscheinlich noch Gegner haben werden, die wesentlich mehr Lebenspunkte haben. Vor allem, er kann ihn auch nicht töten. Die stehen doch da wunderbar für einen Artillerieschlag. Den Brightmere kann ich jetzt nicht benutzen, nein? Doch. Der soll jetzt da auf die Platte... verstehe. Verstehe. Okay, dann sind wir jetzt erstmal fertig. Angescheißt. Oh Gott, das werden immer mehr. Oh Gott, das werden immer mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, das könnte nochmal finster werden. Aber ich glaube, es gab ja noch die Option vom letzten erreichten Missionsziel aus nochmal starten, ne? Ich guck mal kurz. Neustart, letztes Ziel. Das heißt, wir starten dann quasi wieder von der Stelle, wo wir die Kirche erreicht haben, müssen nicht alles nochmal machen. Das hat ja auch schon mal was. So, den da weg. Okay, jetzt fühle ich mich verarscht. Jetzt fühle ich mich richtig verarscht. Junge, das geht so nicht. Vor allem, weil hier die Großen angescheißert kommen. Es hat mehr Sinn, wenn er auf den Kleinen schießt. Den kriegt er nämlich klein. So, Emma, tut mir leid. Du musst jetzt hier... Scheiße. Das sieht bitter aus hier. Das sieht sowas von bitter aus. Du musst unbedingt... Was? Nein! Nein! Das kann doch nicht wahr sein. Mensch, hau die Kerle weg da. Oh, scheiße, verdammt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Der da ist schon mal angeschlagen, den hauen wir weg jetzt hier. Komm. Also, ihr müsst da unten dringend fertig werden. Wir brauchen hier oben Hilfe. Oh, es werden immer mehr. 10 Schadenspunkte. Nicht immer töten jetzt. Ich muss Emma retten. Ich muss unbedingt irgendwie Emma retten. Das sieht gar nicht gut aus. Oh, oh, oh. Ich habe einen Artillerieschlag vergeudet. Gut, das Gute ist, Emma steht ja direkt hier an der... Emma! Emma steht ja direkt an der Heilquelle. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Jetzt seht zu, dass ihr die Großen wegkriegt. Scheiß auf die Kleinen. Das können wir wieder wegheilen. Na gut, auf die Kleinen kann der Captain schießen hier. Also die Sanity, die geht sowas von in den Keller hier gerade. Er kann aber auf die Leute da draußen schießen. Das ist schon mal ein Anfang. Problem ist nur der da. Der wird nämlich auf Brightmere losgehen. Alter. Die stampfen uns hier in Grund und Boden. Warum sind denn das so viele? Ich brauche dringend einen Artillerieschlag. Oh Gott, das wird sowas von knapp. Hoffentlich ist nach diesen 5 Runden heißt es dann nicht. So, und jetzt noch alle Monster vernichten und dann ist gut. Das sieht nämlich ganz übel aus. Ihm geht auch die geistige Gesundheit flöten gerade hier. So, und dann da nochmal. So, na, hier unten sieht es ja gar nicht so verkehrt aus. So, der ist tot. Das heißt, Emma,
Deine Aufgabe ist es jetzt, ihn hier erstmal geistig zu heilen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Den da weg. Erstmal das Kleinvieh jetzt hier weghauen. Und dann können wir uns auf die Großen konzentrieren. Nicht. So, der hat eh nur einen Schuss, dann kann er auch zielen. Boah. Der West, der wird jetzt so aufs Maul kriegen. 9, 4. Der geht down jetzt. Okay, der West muss da oben unbedingt weg. Den muss ich zur Heilung schicken jetzt. Ja, die Brieftaube ist da. Ich liebe die Brieftaube. So, du, weg da. Da ist mir jetzt auch der Zombie da, sowas von egal. Hau rein, den Scheiß da. Boah, also langsam lichten sich ja die Reihen hier so ein bisschen, dass ich den da nicht benutzen kann. Das ärgert mich ein bisschen. So, Captain, hau den Zombie weg. Wunderbar. Es wird. Doch, es wird was. Das wird was, das ist ein Erfolg. So, hier unser Nahkämpfer. Der kann jetzt hier mal in die Kirche stürmen. Er hat ja seine Sanity wiederhergestellt gekriegt. Emma, hier, Sanity. Wie viel hat der Captain noch? Ja, den müssen wir als nächstes. Und unbedingt müssen wir Emma heilen. Also geistige gesundheitstechnisch. Also wenn... Ah. Hier sind Runen in einer Sprache, die kein Mensch kennen sollte. Etwas davon ist wohl ein Zauberspruch, den wir bald nutzen können. Ich werde ihn vor unserer nächsten Mission entschlüsseln. Zaubersprüche? Dieser Einsatz wird immer merkwürdiger. So komisch ist es gar nicht, Sir. In Devon haben wir Sagen eines kleinen Volkes und ihrer Magie, die kein Sterblicher sehen sollte. Fürwahr, eine Erinnerung an dunkle Dinge. Das ist noch nicht alles. Hier ist eine Öffnung in die Katakomben. Wir müssen ihr folgen. Professor, Captain, gehen Sie voran. Ah ja. Jetzt räume ich hier aber erstmal auf. Also wir sind ja eh fast durch. Kommt den da weg. Zack. Und den da weg. Ja, hier, er könnte auch noch ein bisschen geistige Gesundheit gebrauchen dann. Oh ja, unbedingt. Guckt euch mal an, was die Viecher hier reinhauen, wenn wir auf die schießen. So, der da hinten auch weg. Und Emma waltet ihres Amtes einmal hier und dann einmal da drin. Du gehst in der Zwischenzeit zur Heilung. Wäre doch gelacht, wenn wir das jetzt hier noch nicht noch schaffen würden. Ach, der Brightmare kann auch wieder jetzt. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Dann machst du mal zuerst, Junge. Du hast nämlich bei weitem noch am meisten geistige Gesundheit. Hohoho, geschafft. Gut, also er braucht unbedingt Hilfe hier. Ich werde jetzt alle einmal um die Emma rum positionieren, hier die Leute, und dann kriegt jeder nochmal eine Dosis Heilung für die geistige Gesundheit. Ich hatte nämlich das Maximum nicht im Kopf, was die hier so haben. So, Junge, bist du wieder fit? Ich glaube noch nicht ganz. Plus 1. Plus 5. Brieftaube ist wieder da. Er ist auf Maximum. Wunderbar. Wunderbar. Dann kriegst du jetzt nochmal... Okay, der ist schon auf Maximum. Und da, zack. Jetzt müssten eigentlich alle auf Maximum sein, außer der Emma selber. Die hat ganz schön gelitten. Und dann, der Professor und der Captain sollten ja vorangehen. Ich denke, das war dieser Einsatz. Gehen wir weiter. 61.
Reanimate Slayer, The Many Voices und Many, Many Voices. 61 tote Gegner, 2805 Erfahrungspunkte, $677, 1238 Punkte und die Tatsache, dass wir da drei Achievements gekriegt haben, bedeutet für mich, dass wir uns gar nicht so doof angestellt haben. War wohl ganz ordentlich. So, dann werden wir mal die Ermittler verbessern. Das heißt, warte mal, nein. Erst werden wir, ja, sicher. Erst gucke ich, was der Quartiermeister hat. Qual des Hasses. Ein Ziel verliert AP. Nein. Gandets Hitze. Alle Gegner im Feld werden verletzt. Ach, das interessiert mich eigentlich auch nicht so. Okay, aber hier die Zauber. Hier 6 Schadenspunkte. Obwohl. Alle Gegner im Feld. Für 6 Schadenspunkte. Gut, 6 Schadenspunkte, das wird bei den späteren Gegnern nicht mehr sonderlich viel sein. Ich glaube, das sparen wir uns nochmal. Können wir irgendwelche neuen Waffen kaufen hier? Anscheinend nicht. Die Hysterie erlaubt Psychoanalyse und 20 bis 40 Sanity wiederherzustellen. Das werden wir auf jeden Fall kaufen. Und zwar, ich denke mal, für den Brightmare. Doch für den Captain. Weil ich denke mal, wenn wir meinen Gedankengang kurz erläutern, hier der Cthulhu-Mythos-Wert, ne? Wo der Brightmare 54 von hat und alle anderen 0. Ich vermute mal, das ist der Wert, auf dem die Zaubersprüche basieren. Und wenn die Zaubersprüche über diese Zauberbücher funktionieren, dann kann der Brightmare, nee, halt, die gelten ja als Waffen, ne? Dann könnte der ja quasi... Ja, doch, das machen wir. Einmal Psychoanalyse für Brightmare, Quartiermeister wieder her. Und zwar... Zack. Gut, und... Dann... Ein Ziel verliert AP. Kostet 2 bis 8 Sanity. Das steht aber leider nicht dabei, wie viele AP. Das ist, an sich ist das ja gar nicht verkehrt, ne? Oh, ich schwanke wirklich. Ich meine, 6 Schadenspunkte sind 6 Schadenspunkte. Und wenn das auf alle Gegner trifft, ist das gar nicht so verkehrt. Aber es kostet natürlich auch eine Unmenge an Geld. Und ich vermute mal, dass es später noch andere Zaubersprüche geben wird. Ist jetzt die Frage, soll ich es machen oder nicht? Mach ich's oder mach ich's nicht? Ich mach's. So, zack. Aber ansonsten lassen wir die Ausrüstung mal Ausrüstung sein. Naja, eine Gasmaske vielleicht nochmal. Und zwar für den... Ich gebe die jetzt einfach mal dem Captain. Oder nee. Nee. Ich gebe die nicht dem Captain. Der Captain hat nämlich ganz gute Items. Die kriegt der West. So. Haben wir 3 Gasmasken im Team. 6 Leute im Team. Wenn wir das immer so machen, wie wir das gerade eben gemacht haben. Jetzt verbessern wir die Ermittler. Und zwar allen voran natürlich erstmal die, die noch keinen chemischen Schutz 99 haben. Das ist nur die Emma. Psychoanalyse hat sie schon auf 99. Das finde ich klasse. So. Ich glaube, Power erhöht die geistige Gesundheit. Jawohl. So, gehen wir mal auf 55 für ihn. Dann wird der Schrotflintenwert weiter verbessert. 50 pro Punkt. Oh, das ist natürlich ein bisschen teuer. Da gucke ich erstmal, was wir hier sonst noch machen können. Sid Brown, der benutzt ja schwere Waffen. Kriegt er erstmal auf 70. Da ist es mir auch wert, das jetzt einfach mal spontan auf 80 zu erhöhen.
Der West schießt ja mit dem Gewehr. Das kriegt er jetzt auch mal auf 70. Brightmere, scheiß auf Waffen. Der Cthulhu-Mythos wird erhöht. Und zwar auch, machen wir auch mal 70. 70 ist jetzt so mein Go-To-Wert. Emma hat eine Schrotflinte. Hat da auch eigentlich die meisten Werte drin. Ich glaube, ich erhöhe ihren Handfeuerwaffenwert und gebe ihr dann die Handfeuerwaffe von unserem guten Professor. Was hatte der für einen Wert? 64. Das mache ich einfach mal. Erstmal auf 60. Die soll ja auch nicht so viel schießen, die soll mehr Psychoanalyse machen. So. Der Captain Hill. Oh, der hat natürlich schon einen hohen Wert, dass der trotzdem mal daneben schießt. Das überrascht mich etwas. Können wir hier vielleicht mal die Dexterity erhöhe ich hier mal. Mit 60 AP müsste Captain Hill in der Lage sein, zwei gezielte Schüsse mit der Handfeuerwaffe abzugeben. Dann kriegt er nochmal einen Punkt drauf. So, er kriegt auch nochmal einen Punkt drauf. Dann haben wir jetzt noch 100 Punkte, die wir irgendwie verteilen können. Schwere Waffen 80. Gewehr 70. Hier ist relativ egal. Cthulhu-Mythos 70. Ist jetzt für mich einfach mal sein Angriffswert wegen der Magie. Das heißt, dass Brighton ja auch auf jeden Fall immer bei Emma bleiben muss, damit die ihn wieder aufpäppeln kann. Dann müssen wir gleich mal gucken, ob die Emma denn ihre geistige Gesundheit wiedergekriegt hat. Dann würde ich sagen, erhöhen wir einfach den Handfeuerwaffenwert von Emma noch ein bisschen. So. Alles gut. So, Gegenstände tauschen. Ach so, hier muss ich. Okay. So, jetzt hat er hier natürlich eine Schrotflinte, mit der er gar nicht umgehen kann. Oder? Was allerdings jetzt nicht so schlimm ist. Schrotflinte 35, nee. Dann könnten wir eigentlich... Ja, wisst ihr, was wir machen, Leute? Ich würde die gerne verkaufen. Und dann kaufen wir ihm hier noch den zweiten Zauber. Dann ist das mit der Schrotflinte nämlich kein Problem. Hat uns jetzt auch quasi nur $50 gekostet. Wir haben immer noch 538 für irgendwelche Ausrüstung, die wir uns vielleicht später noch zulegen müssen. Und ich denke mal, damit sind wir dann auch erstmal fertig. Und ich denke außerdem, ich mache jetzt doch noch mal eine kurze Pause. Ich gucke mal kurz, wie viel ich jetzt schon aufgenommen habe. Wir sehen uns dann gleich in der nächsten Mission wieder. Bis dann.